Moin. Achtung, es wird dieses Video empfohlen, mit Kopfhörer zu hören. Und mein Gott, nochmal ein bisschen leiser an solche Scheiße stellen. Udo! Moin miteinander, ich bin aus Griechenland zurück und habe wunderbar, wunderschöne Geschenke aus Griechenland für Udo und Wilfried mitgebracht. Die werden jetzt eingepackt, dann fahre ich zum Sportplatz und überrasche diese zwei Recken. Ihr könnt euch auf dieses Video freuen. Es liegt mir ja stets viel daran, Udo glücklich zu machen. Und das kann ich nur mit wunderschönen Geschenken, die ich aus Griechenland mitgebracht habe. Eine erlesene Auswahl an wunderschönen Dingen. Von vorne sieht's gut aus. Von hinten sieht's aus wie Udos Frisur. Udo! 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 Der Tag fing so schön an. Ich bin zurück. Ja, meinst du, mir sieht ein Vater von Ghana oder was? So. Man sieht das, dass du wieder da bist. Die kann man nicht übersehen, wenn so ein renutiertes Körper vor dir steht. Hast du mich vermisst? Nee. Bei aller Liebe. Mir hat alles vermisst, aber nicht dich. Vermisst mir Henry? Nee. Vermisst mir Durchfall? Nee. Ich dachte, du freust dich, wenn ich wieder da bin. Nee, weißt du, das war eine Freude, wo der Flieger gestartet ist. Mir hat Konfetti zu Hause rausgeworfen. Da ist auch noch ein bisschen da vorne an der Lippe hängen. Oh, ja, das ist das nämlich. Du bist immer gerade wieder hier. Da fängst du an. Da hast du was hängen, hier hast du was hängen. Ich habe mich auch noch nicht rasiert. Und ich habe auch noch nicht die Nasenhaare weg. Kannst auch reinscheinen. Jetzt ist gut. 20 Sekunden in Deutschland wieder zurück. Und mir ist schon wieder super von dem Brat. Das ist jetzt ungelogen. Ich dachte, du freust dich, wenn ich wiederkomme. So ein kleines Lächeln. Können wir das nochmal nachstellen? Ja, gut. Hallo Wilke, bist du da? Und jetzt hau ab, mir hat keine Zeit für Fröhlichkeit und sowas. Weißt du, nee, weil ich schon wieder fuchsteufelswild bin. Mir will jetzt gerade Bestandsaufnahme machen, dass ich bestellen kann. Und guck mal da rein. Ist nichts mehr drin. Einfach umgeräumt. Wer? Ja, Pinocchio mit der langen Nase, der da gerade auf der Straße läuft. Wilfried! Wieso räumt ihr das denn um? Ja. Mir wird ja nichts mehr hier gesagt. Mir wird ja alles hinterm Rücken gemacht und dann macht sich die Bude auf und ist leer. Jetzt muss man ja erstmal suchen, wo die ganzen Sachen sind, damit mir die Bestellung machen kann für Farbe und so. Ich dachte, du freust dich jetzt ein bisschen mehr, wenn ich wiederkomme. Es ist. Ein wunderschöner Tag, der Wilke ist wieder da. Das Herz geht auf für alle, denn Wilke ist wieder da. So eine Marmel. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht, wo ich weg war? Meine Apfelmutsfarm hochgezogen. Das musste auch ja mal richtig wieder Pfeffer unterm Arsch haben, dass das endlich mal wieder vorwärts geht mit meinem Apfelmus. Und dann habe ich mich ein bisschen erholt. Richtig erholt. Richtig, richtig erholt. Die mit dicke Büffelhüfte am Strand lag. Wir hatten in Zeitung gelesen, da war ein Erdbeben. Und komischerweise, als du gelandet bist, du hast ein Foto geschickt und in dem Moment, wo du gelandet bist, ist da ein Erdbeben. Wie kann das? Das vielleicht an seinen Marzipankörper, der da aufgelandet ist, gelandet ist. War wirklich ein Erdbeben. Ja, das ist auch kein Wunder. Als du gelandet bist, in dem Moment ist er ausgebrochen. Du dein Rhinoceros-Körper von der Stufe vom Flugzeug rausgetan hast, fängst an zu vibrieren. Ist doch logisch, Wilke. Mach dir doch mal Gedanken drüber. War das schön, als dir nicht hier war. Aber ein bisschen habt ihr mich ja vermisst. Ganz, 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 ganz ehrlich, hier hätte, glaube ich, keiner vermisst. Aber mir ist auch wieder froh, wenn du wieder hier bist. Dann kann die Blödsinn wieder weitergehen. Ist ja lipsenfroh, ne? Wenn dir da Geschenke mitgebracht hast, ne? Weil was bin ich? Weltmeister am Geschenke machen. Ja, das machst du gerne, ne? Und mir freut sich. Aber ich sag dir jetzt schon im Voraus, kommst du wieder mit deutschen Kartoffeln an, wie letztes Mal Bali, dann hat dein Arsch aber wirklich Kartoffelgeburtstag. Zuschauer, Wilke war ja letztes Jahr auf Bali in Urlaub und bringt mir dann Geschenke mit. Aus Bali? Ja, die er in Deutschland irgendwo beim Supermarkt gekauft hat. Das war aber ein schönes Geschenk. Ja, Kartoffeln und so eine Kacke. Und eine Zwiebel. Ja, und eine Zwiebel, genau. Ich mag jetzt schnell Inventur, um Sachen zu bestellen und dann ist große Geschenke auspacken. Und wehe, da sind nicht vernünftige Geschenke bei. Dann haut mir dir welche an der Marmel, mein Lieber. Da kannst du aber hingucken. Was hast du jetzt denn vor?
Mir macht jetzt seine Hausstandaufnahme hier. Ich hab's dir gerade erklärt. Mir muss ein Inventur machen, was ich noch bestellen muss. 5 Flaschen. Wovon? Ja, du sagst einfach 5 Flaschen. Vom Sprich zu Tag. Hab ich noch 5 Flaschen. Mir muss jetzt im übermorgen kommt Kevin und hilft mir ganz kurz bei dem Farbwagen, weil die Rolle der immer Leerlauf hat. Also dann schwingt der nicht um. Boah, was langweilig. Ja, der kann ich aber nicht. Erzähl doch was Spannendes. Was Spannendes? Wir gehen Geschenke auspacken. Wie doll hast du mich vermisst in der Skala von 1 bis 10? Durchfall. Aber ich habe das wirklich ein bisschen vermisst zu filmen hier, Udo. Das glaube ich dir auch. Was hast du denn so in Kreta so erlebt? Erzähl mal. Was hast du erlebt? Gegessen und geschlafen. Ja, aber du musst doch was erlebt haben. Ja, gegessen und geschlafen und es war warm. Ja, dann brauchst du nicht in der Kreta fliehen. Dann kannst du auch hier oben sitzen oder zu Hause sitzen und essen und schlafen und essen und schlafen und schlafen und essen. Aber Hohles, wie die habe ich lange nicht gesehen. Ja, was machst du denn im Urlaub? Am Strand liegen. Mit meinem Bienchen essen gehen. Ist das gleich? Nein, mir ist am Strand gewesen. Denn. Weißt du, was Zuschauer nicht wissen dürfen? Dir darf nicht am Strand liegen. Da kommt Greenpeace und führt dich gleich wieder ins Meer zurück. Strandete Blauwal, ne? Du bist auch ein bisschen gemein. Ich glaube, ich bringe die Geschenke wieder nach Hause. Nee. Keine Kosten und Mühen gespart. Wie hast du abgenommen in den Urlaub? Bist du schlank geworden? Kann das jetzt sein? Wo ich so schlank bin, soll ich noch mal versuchen, da drauf zu springen? Hör auf, lass es. Ich hab da, weißt du, nee. Dort liegen die morgen in Kreta in Zeitung Erdbeben in Ostfriesland. Augen zu. Ja, ich muss erst Treppe hoch, sonst falle ich doch. Dann kannst du auch stehen bleiben und Augen zumachen. Oh, Wilke. Was ist das? Ist das sowas Besonderes? Hast du mir eine kretanische Wurst mitgebracht oder was? Wilfried! Hey! Freut man sich. Hey, Alter. Was geht ab? Alles gut, bei dir? Ja, sicher, was machst du? Zeitung lesen. Du rauchst ja gar nicht, bist du krank? Nee, keine Zeit. Ich jetzt hier parken lassen, oder was? Hast du gehört, wie Wilfried sich freut? Ja, schön für ihn. Mir freut sich auch hier aus dem ganzen Herzen, aber auf die Geschenke. Und, was steht da Spannendes? Udo hat seinen Furt gequittet. Ich komme aus dem Urlaub wieder, du hast hier nicht mal einen Kaffee angesetzt, Wilfried. Ich wusste nicht, wie spät du kommst. Wenn die Erde bebt, dann merkst du, wann wir da ist. Habe ich alles selbst eingepackt, Wilfried. Schön. Nee, das glaube ich nicht. Ja, wo wirklich jetzt? Guck doch mal, wie das eingepackt, wie so scheiße, wie das aussieht. Ja, fern. Hey, das ist Udos Haufen, der große Wilfried. Ich muss gucken, wie der eingepackt ist. Aber wieso darf er jetzt wieder gucken und mir muss hier draußen sitzen? Ja, du kannst auch reinkommen. Da hast du nichts gesagt. Ja, komm rein. Zu. Ja, du findest hier ja nicht rein. Idiot. Oh. Mal sehen, meine Augen wieder. Ich setze dich gegenüber von Wilfried hin. Ich will aber wieder feierlich filmen. Ob ich jetzt hier sitze oder da sitze, dann kann er sich da ja hinsetzen und ich sitze hier. Aber nee, mir muss da wieder sitzen. Feierlich filmen. Was ist da jetzt feierlich dran? Ist Weihnachten. Ach, Weihnachten. Ich sag dir ja jetzt schon, wenn da irgendwie da so eine... Udo, hab ich dir jemals scheiß Geschenke gemacht? Ja, bis auf Bali. Kartoffel und Zwiebel. Bringt er mir wirklich deutsche Kartoffeln, deutsche Zwiebel, hat er mir eingekauft. Geschenkpapier war sicher noch teurer als das ganze Kartoffel und Zwiebel-Geburtstag. Fängt Udo an? Ja, fang mal an. Fange ich jetzt groß an oder klein an? Was würdest du machen? Ja, nimm doch erstmal. Ja, da würde ich nicht mit anfangen. Oh, wenn dann wieder. Dann hat er genau wie letztes Mal. Da würde ich auch noch nicht mit anfangen. Obwohl, oh, das klingt teuer. Nimm doch mal die Hand. Was kann das denn sein? Du hast Unterhosen mitgebracht oder irgendwas. Ey, mir haut dir jede einzelne unter. Mir langsam auspacken, Udo, mit Gemütlichkeit. Ich will vorab sagen, Udo, warte. Keine Kosten und Mühen gescheut. Ne? Also ich habe wirklich... Ja, Mühe ja, mir muss er erst sehen. Dann kann ich sagen, okay... Ey, dann hat er hier gekauft. Ich hau. Nein, guck drauf. Super. Du musst doch noch super essen. Das Ding aus Ding, da willst du mir verarschen oder was? Zeig mal her. Tempos. Nee. Ja, du hast doch immer Popel in der Nase. Ja.
jedes Mal diese. Mir freut sich so auf die Geschenke. Und dann kann ich mir das selber im Supermarkt kaufen. Aber nicht aus Griechenland. Nee, nicht aus Griechenland. Vielleicht sind die noch zoftiger. Momente, wenn du was siehst und denkst, das ist richtig. Und dann hat sich wie so ein Film vor mir abgespielt. Dir läuft da gerade ein Popel aus der Nase und dann sagst du, ach, ich habe ja gerade Taschentücher aus Griechenland. Deswegen habe ich die gekauft. Oh, mir hat sich das immer schon mal gewünscht. Danke, Wilke. Du denkst weiter. Normal ist, halt, kommt der mit der Soße. Was auch richtig spannend ist, hier, das sieht ja auch schon größer aus. Da muss ein bisschen wackeln und ein bisschen, was kann das wohl sein? Ein leerer Karton oder was? Irgendwas jetzt wieder. Udo, ich gebe mir wenigstens Mühe. Ja. Alter, mach auf. Irgendwas mit Wellness. Bist du mich verarscht? Dann hast du kostenlos vom Hotel mitgebracht. Nee, das habe ich gekauft. Da, wo ist denn die Scampenpreis oder was? Badekopf, ich werde sowas verschlecht. Mir alle, hier, da, Willi. Wieso mir immer? Ist doch schön. Ja, aber Wicke will ich jetzt, ich bin, ja gut, ist egal. Setz doch mal auf kurz. Der Sachen umsonst aus dem Hotel mit. Dass die ihn beim Flughafen da nicht angehalten haben, das wundert mich. Ja, deine Lache ist schlimmer als die Badekappe. Kann ich wieder absetzen oder muss ich wieder draufhalten? Hier, Sticke. Hat sich ja was einfallen lassen, aber... So, wo jetzt? Was kommt jetzt? Nimm die blöde Badekappe ab, Udo. Was kommt jetzt? Spannend aus, oder? Wenn du so mal fühlst. Ja, da kann was drin sein. Vielleicht was, was mir nützlich ist. Ja, ich sag's dir. Ich sag's euch beiden. Wenn ihr jetzt nicht aufhört, ne? Wieder aus dem Hotel. Wieder die gleiche Verpackung. Und jetzt ist das jetzt nur noch... Schavik Kit. Was steht da? Schavik Kit. Schavik. Shaving Kit. Ja, zum Rasieren. Ich dachte, mir würde eigentlich mal was wert sein. Hol dir das. Lass Wilfried mal, ich habe irgendwie, habe ich jetzt... Ja gut, Wilfried. Wer kommt jetzt was? Deine Kerze. Pass auf, jetzt kriegt ihr eine wunderbare Kerze, der was dann auch nützlich ist, weil der abends so anmachen kann. Bin ich doch langsam schon mit deinem Scheiß. Oh. Ja, aber was für ein teurer, guck mal. Ja, der ist gut. Da kannst du sagen, der ist gut. Schön war die Wabe. Oh, und wieso hat mir sowas nicht? Mir macht ja einen Honig. Lecker. Dankeschön. Mir ist gerne Honig, jeden Morgen. Du kannst dich dafür jetzt morgens rasieren. Das kann ich auch so, habe ich auch zu Hause. Das sieht doch richtig teuer aus. Ja, ja, natürlich, da hat er wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Nee, soll mich nicht wundern, wenn da noch die Bienenkönigin drin sitzt. Und hat vergoldet den Schwanz noch. Mann, es gibt's nicht. Kann ich jetzt weitermachen? Nee, ist doch wahr, euch beiden. Ihr seid so, pass auf, warte mich, pack nur im Arsch. Nee. Ja, schwer, natürlich. Oh, oh, auch noch die langen Zigaretten, wo er 2 Minuten länger sitzen kann. Aus welchem Hotel hast du das denn mitgenommen? Udo. Ja, so langsam habe ich schon Bedenken, dass ich nachher die kretanische Polizei bei mir vorausgestehen habe, weil du alles auch so doll mitgenommen hast. Wenn das jetzt wieder so ein graues Paket ist, dann grau ich dir ein, das sag ich dir. Der hat die ganzen Hotelzimmer leergeräumt. Der fliegt in Urlaub und räumt ja die Hotelanlage leer. Keine Kosten und Mühen. Nee, keine Kosten und Mühen geschossen, dass der überhaupt noch hier nach Deutschland geflogen gekommen ist. Pass auf, was ist das? Dental Z. Das hat doch irgendwas mit Haaren zu tun, oder was? Ja, Zahnbürste. Auch nur elektrisch, oder was? Elektrisch? So, Herr Dack! Oh,
Heimwegschlüpfer. Ein Tag und weg ist er. Ja, was schöne Geschenke. Mir freut sich so. Was siehst du an meinem Gesichtsausdruck? Mir freut sich. Hier, Wilfried. Danke. Die extra langen Kippen, die sind sowas von lang, da kannst du wirklich 3 Minuten länger rauchen. Olli. Nee, warte. Halt doch mal eine normale nehmen, wie lang die ist. Oh, hier. Sag mal. Zentimeter. Geil, da freue ich mich drüber. Zu wenig kann sich einer freuen hier. Die Geschenke für dich gekauft, hier. Ja. Das kannst du wirklich gut gebrauchen. Ich sag's dir jetzt, ist das wieder dieselbe Farbe. Es ist rund. Dann zieh ich dir einen Scheitel, dann hast du eine neue Frisur. Ja, aber glaubst du denn, ich habe einen Toilettenpömpel aus dem Hotel geklaut? Soll mir nicht wundern bei dir. Oh, oh, jetzt hat er aber mal was gekauft. Ja. Zeig doch mal vernünftig, das ist ein vernünftiger Flaschenöffner. Ja, ist vernünftiger. Richtig schön hergestellt, muss ich echt sagen. Guck mal, wie viel Mühe die Leute sich gegeben haben. Das ist doch schön, guck mal. Ganz schön abends ein Bier mit aufmachen. Den gab es auch noch so groß als Schlüsselanhänger. Natürlich. Mir hat sich, du hast sie, also mir freut sich unwahrscheinlich. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Bei einer Person, nicht bei mir. Aber das ist ja jetzt mal ein Geschenk, weil er gekauft hat. Das ist richtig nützlich. Wirklich jetzt. Wirklich jetzt. Ernsthaft jetzt. Das ist. Wenn du. Dein Grinsen schon. Was eine neue Flexbrille. Ja, nee, das ist nützlich, ja. Ja, damit kannst du flexen. Taucherbrille. Ja, du sagst dazu Flexbrille. Bin ich denn die teuersten Geschenke da mit Honig und Zigaretten und mir kommst du mit so einer Taucherbrille an? Das ist keine Taucherbrille zum Flexen. Ja, dann Flexbrille. So, darf ich jetzt weitermachen? Die kleinsten Geschenke sind... Die besten. Ja, meistens sind immer die teuersten, ne? Oh, das ist schwer. Ja. Udo, du bist mir doch was wert. Ihr seht ja, was ich dir wert bin. Was ist das denn jetzt schon wieder? Seife oder was ist das? Wieder aus dem Dings. Wieder aus der Hotelanlage. Jetzt hat er Seife mitgebracht. Ja, Udo, freu dich doch. Ja, ja, der ist gern. Och, leck mich doch in den Mors. Ja, danke, Wilke. Freu mich drüber. Mir hat Seife nämlich heute aufgehabt. Schau, mir freut sich über jedes Geschenk, echt. Mir hat, muss man ja sagen, auch wenn er ein bisschen teure Sachen gekriegt hat, wo er sich wirklich so Gedanken... Bei mir macht er sich ja wirklich richtig unwahrscheinlich Gedanken. Liebe Hotelanlage da hinten, wo Wilke war, tut mir leid, dass er so viel verschwunden ist, aber das ist Wilke. Der nimmt gerne was für Udo mit. Was denn jetzt? Das, aber, das kann teuer sein. Das könnte eine Uhr sein. Dann ist mir richtig am Herzen glücklich, weil mir sammelt ja Uhren. Dir sammelt auch Hämorrhoiden. Hat er Datteln mitgebracht, was sind das? Oliven, Toast, Toastbutter. Da ist das für Hautcreme. Nee, Zahnpasta. Mir muss ja sagen, jetzt ganz ehrlich, ne? Du bist ja jetzt Bali, du hast ja nicht, dies ist ja aus Griechenland, das sehe ich ja. Also da hast du dir ja wirklich Gedanken gemacht. Aber gut. Ja, ich freue mich. Mir freut sich unwahrscheinlich. Wir sind noch da. Na, lass Wilfried mal, weil das ist ja mehr wert. Danke. Ja, danke. Würde ich auch sehr wie so ein Geschenk. Das ist auch immer die schönsten Geschenke, da muss man ja Danke sagen. Das ist eine Kaffeetasse, da hat am besten noch 2 Milliliter mehr, dann könnt ihr noch länger saufen. Oh, der Preisschild ist noch dran, reiß das eben ab. Zeigt das in Udos Richtung. Natürlich, so viel ist er dir wert. Ist die schön oder ist die schön? Herrlich. Ja. Ja, sogar mit Kaffeelöffel. Ja. Schön. Wunderbar. Also echt, ich freue mich für dich. Aber ich habe noch ein Geschenk für dich, Udo.
Das kommt ein Handtuch aus dem Augen. Oh, das ist schwer. Das ist ganz schwer. Ein schweres Handtuch. Eben auch mal ein Grinsen im Gesicht, ne? Sicher ein sehr schweres Handtuch. Oh, mir liegt der ja wirklich Wickel. Also, das ist ja jetzt. Da, also, mir. Ja, aber Udo, ja. Dreh den mal um. Hol den mal raus. Jetzt, den nicht. Oh, Wilke. Dreh den mal um. Das ist kein normaler Mittaxer, ne? Nee, das ist wirklich einer der besten, glaube ich, ne? Mhm. Private, das ist privat hergestellt. Mir hat doch was wert. Wilke, mein Bester, gib mir deine Kontonummer, kann ich mir ein bisschen Gehalt überschreiben. Also wirklich, also du hast doch ein offenes Herz. Muss ich echt sagen, jetzt, alle, jetzt muss ich mal eine Brechstange brechen. Das bin ich Begeisterung. Das finde ich so toll. Ja, du trinkst doch gerne. Ja. Also ich bin jetzt keine Alkoholiker. Also das ist wirklich, Udo, ein ganz edler Tropfen. Ja, den darf ich auch ganz alleine, ohne dass du jetzt sagst, ich komme ja, mal vorbei. Ja, den kannst du alleine trinken. Oh, schön, danke. Und danach machst du einen gemütlichen Abend hier mit. Wir gehen nach aus. Du kannst doch nicht. Liebe Zuschauer, mir weiß ja, was so eine Flasche kostet. Aber schätzt das mal bitte in den Kommentaren. Das Problem daran ist, ich wollte Wilfried ja, das war so ein extra Spirituosenladen, aber Wilfried trinkt ja keinen Alkohol. Nee. Aber ich habe eine Flasche Uso mitgebracht, trinkst aber ja nicht. Aber dann habe ich gedacht, okay, für Wilfried den teuren Honig, das ist wirklich guter Honig, das war so ein extra Laden und für dich die olle Flasche Metaxa. Ey, was soll, das klingt doch jetzt abwerten, die olle Flasche Metaxa. Der, also für ja, dein nee. Besten, dein Beste. Du bist ein Teufel in Griechenland wert. Du bist doch nicht einmal hier auf dem Schiff wert. Schlumpfsprung. Ja, sag, übersetzt das immer Hochdeutsch, was du gesagt hast. Er sagte, das ist wirklich ein Teufel. Er ist noch nicht einmal in Griechenland gewesen. Er ist noch nie mal hier über den ostfriesischen Waldschheckenschlot gesprungen oder was. Und dann will er sagen, oh ja, das nee, der Tropfen ist das. Warst du noch schon in Griechenland? Nee, aber mir war aber schon in Afrika. Nee. So, liebe Zuschauer, das Video ist jetzt vorbei. Das ganz wichtig ist, das Video teilen. Das ist wirklich wichtig, weil Facebook uns unwahrscheinlich eingrenzt. Also, bitte, lieben ihr da draußen, einfach nur teilen. Weil das ist wirklich so wichtig, dass ihr das teilt, weil nämlich ganz viele Wilke und Udo-Fans das Video nicht angezeigt bekommen. Und wenn ihr das teilt, dann streut das ja und die sehen es dann auch. Bei 600.000 Wilke und Udo-Fans, das bei Facebook will ich nicht mal die Hälfte sehen, weil Facebook das eingrenzt. Und darum sage ich immer wieder teilen. Weil Facebook will Geld mitverdienen und wir Geld dafür bezahlen sollen, weil die so viel Reichweite haben. Also darum ist das wichtig, teilt das bitte. Kommt nach oben und schreibt in den Kommentaren, wo ihr am liebsten mal Urlaub machen wollt. Oder was euer schönster Urlaub war. Das würde mir mal interessieren. So, und jetzt einen schönen Mittwochabend. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Wir hat keine Ahnung von Outro, nicht? Aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nee. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Weil das alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal, mir hat auch keinen Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro. Da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Outro.